Hallo, ich bin Christian aus der Grünen Landesgeschäftsstelle in Hamburg und ich zeige euch kurz, wie man in unserem Veranstaltungstool Open Slides an Anträge Änderungsanträge stellt. Ich muss eingeloggt sein, das seht ihr hier oben links. Ich bin eingeloggt als Christian Schmidt. Ich will Änderungsanträge an einen Antrag stellen, also suche ich mir als allererstes mal den Antrag aus, an den ich einen Änderungsantrag stellen möchte. Hier sehe ich Anträge. Wenn ich einen bestimmten Antrag suche, kann ich hier über Suchen oder die Filter oder über Sortieren versuchen, den besser zu finden. Wir haben nicht so viele Anträge gerade, dass es relativ übersichtlich ist. Ich möchte Änderungsantrag stellen an die Präambel. Deswegen drücke ich auf die Präambel. Jetzt sehe ich die Präambel hier. Und wenn ich jetzt einen Änderungsantrag stellen möchte, dann muss ich oben rechts in der Ecke einfach nur auf den Knopf gehen, neuer Änderungsantrag. Dann suche ich mir den Absatz raus, an den ich einen Änderungsantrag stelle. Zum Beispiel sagen wir mal hier so. Dann sage ich weiter. Jetzt muss ich irgendwas ändern. Sagen wir mal hier, das soll nicht Bürgerschaftswahl heißen, sondern Landtags. Achso, Wahl steht da schon. Genau, ich muss nur das ändern, was ich wirklich ändern möchte. Also statt Bürgerschaft habe ich jetzt Landtagswahl geschrieben. Erstelle den und Open Slides versucht jetzt genau diese Änderung auch optisch darzustellen. Das Wort Bürgerschaftswahl wurde ersetzt durch Landtagswahl. Genauso soll es sein. Dieser Antrag, jetzt ist das ganz wichtig, dieser Antrag ist jetzt noch nicht eingereicht. Ihr könnt jetzt erstmal diese Übersicht verlassen, sagen, okay, ich schreibe zum Beispiel noch einen weiteren Änderungsantrag. Ich mache das mal ganz schnell. Machen wir hier oben mal Liebe. Mache ich hier draus Liebe Hamburgerinnen. Stellen. Genau, da sieht man, dass nur genau das R dazugekommen ist. Genau, was ich jetzt mache, ist, dass ich diesen Änderungsantrag schon mal einreiche. Das heißt, damit ist für euch die Bearbeitung abgeschlossen. Der ist jetzt wirklich eingereicht. Ich habe hier aber noch den anderen Änderungsantrag. Um die zu finden, gehe ich hier oben auf Änderungsanträge, suche über die Suche meine eigenen. Das sind meine Änderungsanträge, indem ich einfach. Und dann seht ihr, dass ich den einen bereits eingereicht habe, aber der andere ist noch in Bearbeitung. Das heißt, den kann ich wieder aufmachen, kann den hier über das Stiftsymbol erneut editieren, kann zum Beispiel jetzt noch eine Begründung hinzuschreiben. Na, den erneut speichern, ist besser so, und jetzt erst den Antrag einreichen. Das muss natürlich auch nicht in einer Sitzung geschehen, sondern das könnt ihr auch einen Tag später machen. Das heißt, ihr könnt Änderungsanträge vorbereiten, die nochmal gegenlesen und später erst einreichen. Wenn ich jetzt hier wieder zur Übersicht gehe, seht ihr, dass beide Änderungsanträge von mir eingereicht worden sind. Danach werden die kurz geprüft, dass da nicht irgendwie irgendwas drin steht und dann werden die auch veröffentlicht. Ja, das war der Weg, wie man einen Änderungsantrag in Open Slides erstellt.